lange will Amerika noch so tun? Als befände sich die Welt nicht im Krieg. In Berlin, Rom und Tokio schildert man uns als ein Volk von Schwächlingen und Playboys, die britische oder russische oder chinesische Soldaten anheuern, damit sie an unserer Stelle kämpfen. Ich werde für unser Land kämpfen. Sieh bloß zu, dass du zurückkommst, zu uns beiden, ja. Von Kindesbeinen an wurde uns eingeimpft, dass wir unbesiegbar sind. Unser Volk ist der Ansicht, dass Hitler und seine Nazi-Verbrecher Europas Problem sind. Kann man denn ernstlich glauben, dass ein Sieg möglich ist, ohne sich der Gefahr zu stellen? Wir warnen vor aggressiven Bewegungen der Japaner. Der 7. Dezember 1941. Ein Tag der Schande, den wir nie vergessen werden.